Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Ich zeige euch jetzt den Rest dieser Kampagne. Wir sind ja soweit, mehr oder weniger durch. Ich glaube, wir haben noch einen etwas größeren Kampf, den wir abwickeln müssen. Und wir sind dafür eigentlich ganz gut ausgerüstet. Ich schenke mir derweil nochmal gerade ein Schlückchen Kaffee ein. Ja, den Altar des Lichts, oder ne, Elraths Wächter heißt der, genau, Altar des Lichts ist ja hier das Ding für die Engel. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir das noch alles genau brauchen. Also es ist jetzt auch nicht so die Überkampagne mit der Zuflucht. Die letzte Mission ist halt schon recht knifflig, aber ansonsten hat ja das meiste hier einfach so mehr oder weniger einen Tutorial-Charakter, wo einfach die entsprechenden Einheiten hier vorgestellt werden und die Fraktionen auch so ein bisschen vorgestellt werden. Können wir hier. Hä, jetzt hat der. Genau, stimmt, ja. Ich muss gerade sagen, der Inferno-Typ, der hat ja jetzt mittlerweile schon Zauberer angeheuert. Total merkwürdig. Ja, und ich glaube, durch die Garnison können wir durchbrechen. Das müssen wir mal gucken. Also jetzt nicht unbedingt mit Godric, aber mit Isabel vielleicht. Ich mache an der Stelle übrigens noch einen kurzen Cut. Ich baue die Festung noch ein bisschen aus und ja, hol mir noch ein paar Einheiten etc. Bis gleich. Gut Leute, ich bin dann soweit fertig, habe gerade nochmal schön hochgelevelt. Es ist übrigens so, man könnte jetzt Godric noch weiter hier in dieser Kampagne hochleveln. Das würde dann so aussehen, dass man also einfach abwartet, dass die Dämonenarmeen permanent irgendwelche neuen Helden hochschicken. Ich möchte den Spoiler an der Stelle mir nicht nehmen lassen und sagen, dass man also zu späterer Stelle noch einmal Godric spielen kann. Hier fliehen wir einfach, da verlieren wir zwar die Einheiten, aber ist okay. Dugal brauchen wir nicht so dringend. Wahrscheinlich sollten wir Maraball einfach gegen die Festung rennen lassen. Ja, also, wie gesagt, Spoiler-Alarm, ja, man wird zu einer späteren Stelle in einer anderen Kampagne noch einmal Godric spielen können. Und dann hat er natürlich die entsprechenden Skills, die er jetzt auch hat, die man dann mitnehmen kann. Ich will jetzt aber nicht hier zu lange warten, sondern ich werde jetzt mit Godric schnell versuchen, die finale Entscheidung hier herbeizuführen. Warum hat denn der mir jetzt gerade da meine Rekrutierungsgeschichte da abgenommen? Also wirklich. Ja, diese Map hier ist ziemlich groß und man muss halt immer aufpassen, weil permanent neue Helden und Gegner ankommen, die da irgendwie dann ja, unsere Festung angreifen wollen. Das ist ja sehr ekelhaft. Deswegen kann man sich hier nicht so frei bewegen. Ich glaube auch nicht, dass die Infernos hier irgendwas für ihre Einheiten ausgeben. Müssen sie direkt angreifen oder so einen Sturzangriff machen. Ich glaube, Sturzangriff auf die Succubi, das ist so der klassische Move. Oder aus die. Nee, warte, 14 Folterknechte. Ja, nehmen wir die 14 Folterknechte. Ach du Scheiße. Er macht uns aber bestimmt ein paar platt. Warten wir mal ab an der Stelle. Dann können wir mal hier die Rösser da die Nachbarn platt machen. Gut. Nur 9 Milizeinheiten hat er uns weggeschossen. Das ist ja mal gar nicht so schlimm. Könnten wir sogar fast einen Gegentreffer riskieren. Jawohl, auch wieder nur eine weg. Dann gibt es mal eine Segnung oder so eine göttliche Führung machen und eine Einheit wieder reinbringen. Dummerweise kann man jetzt die. Ich würde sagen, wir holen die Engel wieder ran. Dummerweise kann man das jetzt nicht auf die Greifen machen. Die sieht man erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Kampagne. Autsch, das hat wehgetan, aber ich glaube, da können wir von hinten angreifen. Schildschlag, wunderbar, keine Gegenwehr. Vielleicht warten wir hier. 64, dann bin ich halt angreifbar, aber ich müsste es eigentlich packen. Da passiert auch nicht mehr viel. Ja, hol die Miliz vor, da können wir ruhig mit den Imps draufzimmern. Eben, das macht gar nichts. Wir holen uns jetzt die Scharfschützen zurück mit der besonderen Fertigkeit. Unsere Erzengel können wir wiederbeleben. So, dann machen wir die Imps hier noch platt. Dann haben wir dann ein paar Succubi. Jetzt gibt es wahrscheinlich schon mal irgendwie einen Zauber. Aber gut, wir haben einen hohen Verteidigungsskill. Kommen also recht gut mit klar. Verlieren dann nochmal einen Scharfschützen, aber das war jetzt nicht wirklich viel. Ja, gut, was haben wir jetzt verloren? Ein Erzengel, der tut halt weh. Ein paar Scharfschützen, aber das geht eigentlich noch. Dafür haben wir eine fette Armee platt gemacht, kriegen hier noch einen weiteren Skill. Direkt sogar 2, Stufe 14, das ist so ganz ordentlich. Magieresistenz ist cool, Kriegsgerät ist cool. Ich denke, wir nehmen Magieresistenz. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Skill, sollte man nicht vernachlässigen.
Und dann werden wir jetzt mal mit Isabel oben weiter verteidigen. Eigentlich macht man es genau umgekehrt, aber ich will hier mit Gudrik noch die Erfahrungspunkte mir holen. Ja, und was macht denn der Bettnässer? Ich habe gedacht, du greifst jetzt meine Stadt an. Was soll denn das? Ach, ist egal. Es ist egal. Nee, wir holen uns jetzt hinten erstmal noch die Goldmine. Gibt noch ein bisschen Knete. Hupsala, Moment, das wollte ich nicht. Genau, die Goldmine wollte ich haben. Und dann gehen wir hier rüber und holen uns jetzt gleich hier die Garnison da drüben. Ja, auch das war, meine ich, recht verbuggt in der ursprünglichen Variante von Heroes of Might and Magic. Da war es auch so, dass die Inferno-Helden hingegangen sind, haben als erste Amtshandlung die komplette Garnison da oben leergeräumt und sind dann mit den Einheiten straight auf die Stadt marschiert und haben da alles zusammengeknüppelt. Der Part heute wird übrigens nicht so lang. Wir sind ja fast durch. Aha, jetzt gibt es hier den Endkampf, glaube ich. Da gehen wir dann natürlich mit der Geschwindigkeit ein bisschen runter. Das muss ja entsprechend ansehnlich sein. Ich würde auch hier sagen, Sturzangriff auf die Succubus-Herrinnen. Wir müssen ein bisschen aufpassen mit diesen Folterknechten. Ich mache nochmal hier die Höllenrösser an. Das hat sehr gut geklappt. Jetzt können wir hier einen sehr guten Charge hinlegen und direkt mal hier die, oh, sehr gut, die Foltermeister angreifen. Frage ist, ob wir, ich glaube, wir schießen eher auf die, weil die ja zaubern können. So, jetzt schießen die Succubi noch einmal auf uns. Da gab es ein paar Verluste, das war jetzt aber nicht das Schlimmste. Kriegsgerät kann man ja auch verlieren, übrigens. Also, das muss an der Stelle auch gesagt sein. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt die Ritter, damit die die Höllenrösser wegplätten können. Und dann kommen auch gleich wahrscheinlich unsere Greifen angeflogen. Und jetzt beleben wir hier nochmal ein paar Einheiten wieder. Vielleicht den Inquisitor, haben wir sonst irgendwas verloren? Oder die 11 Milizeinheiten kommen. Ist eigentlich egal, was man hier wieder belebt. So, und dann gab es den Sturzangriff. Und die Succubus-Herrinnen sind Geschichte. Gut, ein Inquisitor, das geht eigentlich. Meisterliche Verteidigung ist hier der Skill der Wahl, den wir gerne erlernen wollen. Und jetzt müssten wir gleich eine Cutscene sehen, wenn wir hier durchgehen. Oder kommen sie jetzt in die erste Runde? Kann auch sein, dass sie... Ah, jetzt doch, ja. Gut gemacht, Gudrik. Jetzt liegt es an mir aufzuhalten, bis Nikolai eintrifft. Beeilt euch, mein Liebster. Okay, gut. Ah, ja, okay, gut. Also Gudrik ist jetzt da durch, wunderbar. Und wir müssen jetzt nochmal verteidigen, Fragezeichen. Werden wir nochmal angegriffen? Moment, meine Maus spinnt gerade ein bisschen. So, dann gucken wir mal. Ja, wehrt alle feindlichen Angriffe ab. Okay, gut, dann wird das jetzt irgendwie sowas sein. Ne? Dann hätten wir Gudrik gar nicht so eine fette Armee mitgeben müssen. Aber man weiß ja nie. Ja, Rutger. Dugal ist ja der Typ mit dem Bogenschützen. Rutger ist das. Nee, Moment, jetzt muss ich mir gerade überlegen. Ja, der hat ja nur die fette Rüstung, ganz genau. Der kriegt mal hier den Geldsack. Dugal ist der, oder ist Dugal der mit der Ballista? Ne, Dugal ist der mit dem Bogenschützen. Rutger ist der mit den Bewegungspunkten, wie die anderen heißen, da weiß ich nicht mehr. Ja, dann rennen wir mit Isabel vielleicht noch mal ein bisschen draußen rum. Ich weiß nicht, sollen wir hier uns noch ein paar Minen wieder zurückholen? Vielleicht laufen wir auch mal gerade in das Sanktuarium. Wir locken den Dämonen ein bisschen näher an uns ran. Wir haben übrigens in dieser Kampagne gar nicht so oft diese besondere Fertigkeit der Zuflucht genutzt, nämlich dieses Übungsgelände. Damit kann man ja Einheiten upgraden. Ich glaube, jetzt momentan sind es 20 Stück auf dem Übungsgelände und man könnte jetzt zum Beispiel hingehen und aus 20 Milizsoldaten könnte man beispielsweise 20... Ach, die müssen in der Armee sein, glaube ich. Oder? Ja. Wir können sogar die Inquisitoren jetzt zu Junkern, nee, nicht zu Junkern, zu Rittern upgraden. Das kostet halt eben ein Schweinegeld, ja. Es gehen immer nur 20 pro Woche und, ja, also ich glaube, zu Erzengeln kann man nicht upgraden, aber ansonsten, ich glaube, bis zu Rittern, Schrägstrich, Paladinen kann man die Upgrades machen. Ja, werden wir jetzt nochmal angegriffen oder kommt nochmal einer oder... Ah, das sieht nach Agrael aus. Das müsste er sein. Den Angriff müssen wir wahrscheinlich noch abwehren.
Aha, jetzt kommt Godric noch dazu. Der wird jetzt von Türkis gespielt. Aha, okay. Er hat es geschafft. Hat es hier an diesen majestätischen König einen so starken Krieger gegeben. Ich komme, Nikolai. Wir werden auf dem Schlachtfeld vereint sein. Selbst wenn alle infernalischen Horden Sheok zwischen uns stehen. Ja, also ich muss mich an der Stelle dafür entschuldigen, dass es ein paar Soundprobleme geben könnte. Ihr merkt wahrscheinlich schon diesen Hall-Effekt, wundert euch nicht. Das hat was damit zu tun, dass Fraps irgendwie den Sound vom Spiel doppelt aufgenommen hat. So, was haben wir denn jetzt? Überbringt Nikolai eine Nachricht. Okay, ja, alles klar. Ja, dann sollten wir schnell versuchen, Nikolai zu erreichen. Ich speichere mal gerade. Ja, ja, nächste Woche bekämen wir erst was. Vielleicht warten wir noch gerade einen Tag. Ah, okay, Agrael bleibt jetzt da hinten stehen, wenn ich das richtig sehe. Und Nikolai greift jetzt Agrael an, oder was war das jetzt? Ach. Dämonenfürst, ich schicke euch in eure Feuergruben zurück, auf dass ihr gereinigt werdet. Oh. Nicht heute, junger König. Wer? Was seid ihr? Oh mein Gott, er hat Nikolai getötet. Die Dinge sind gerade sehr viel einfacher geworden und auch sehr viel komplizierter. Aber warum konnte das Greifenherz nicht Agrael töten? Oh nein. Ruht euch aus, mein König. Ich habe einen Heiler rufen lassen. Einen Heiler? Zu spät. Kein Heiler kann mir noch helfen. Nicht einmal die Gnade der Erzengel. Das war keine gewöhnliche Klinge. Seid ihr sicher? Ich spüre etwas. Dämonenmagie. Gift. Nikolai! Nikolai! Isabel? Isabel! Oh. Lady Isabel, nein, bitte. So wollt ihr ihn nicht sehen, seiner nicht so gedenken. Ach, mein Liebster, was hat er euch angetan? Ich kam euch zu retten. Ich habe versagt. Nicht ihr, meine Liebste, nicht ihr. Ich. Mein Königreich. Kein Thronerbe. Alles ist verloren. Das Imperium ist gerettet, mein König. Dafür wird man eurer gedenken, wie einst eures Vaters. Das Königreich, Godric, schwört mir alles, mein König. Königin Isabel, sie wird an meiner Stadt regieren. Bewacht sie, beschützt sie. Aber sie wurde nicht gekrönt, sie... Schwört es. Oh, oh. Ich schwöre es, mein König. Nikolai! Isabel... Möge Elrad euch leiten. Uns alle leiten. Erst der Vater, nun der Sohn. Beim Lichte Elrads, wen muss ich als nächstes sterben sehen? Euer Licht, euer Elrad! Wo war er, als Nikolai getötet, als Beatrice ermordet wurde? Lady Isabel! Königin Isabel! Lady! Königin Isabel! Oh, oh. Königin Isabel! Nicht! Ich flehe euch an! Elrad. Wenn du bisher auch nie zugehört hast, so tue es jetzt. Beim Blut meiner Liebe und meiner Familie. Ich schwöre Rache an der gesamten Dämonenbrut, an ihrem Herrscher, an ihrer Art und an der Bestie Agrael, die dies heute vollbracht hat. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Godric,
die tragische Person hier in dieser Kampagne. Ja, was hat er für eine andere Wahl gehabt? Er musste seinem sterbenden König ja mehr oder weniger den letzten Wunsch erfüllen und dafür Sorge tragen, dass Lady Isabel nun als Königin des Greifenimperiums regieren darf. Ach, der arme Godric, der tut mir echt ein bisschen leid, also vor allen Dingen, weil er ja auch so eine emotionale Bindung dazu Nikolai hatte und weil er ja schon für seinen Vater gedient hat und der Vater ist gestorben, jetzt muss er auch noch mitkriegen, wie der Sohn auch stirbt und ja, er muss dem sterbenden König den letzten Wunsch erfüllen. Ob das so eine gute Sache wird, das weiß man noch nicht, aber eine Sache ist ja hier jetzt auch deutlich geworden. Dass Agrael, der also hier Nikolai getötet hat, ja nicht von dem Greifenherz gebannt werden konnte. Und das ist doch ein sehr, sehr merkwürdiger Sachverhalt für den Anführer einer Dämonenarmee. Und wir werden auf jeden Fall noch mehr davon hören in der nächsten Kampagne, in der Inferno-Kampagne, die ich euch in Kürze präsentieren werde. Ja, es ist ja so, dass ich den ersten Teil der Inferno-Kampagne schon hochgeladen hatte und den letzten Teil der Greifen-Kampagne, also der Zuflucht-Kampagne, eben noch nicht hochgeladen hatte. Ja, und da seht ihr hier unsere Wertung, die ist entsprechend gut. Ja, und ich werde dann am nächsten Tag dann nach Möglichkeit direkt einfach zwei Videos freigeben, nämlich den ersten Teil der Inferno-Kampagne nochmal für alle, die es nachgucken wollen, und den zweiten Teil der von der Kampagne Der Kultist direkt hinterher. Ja, und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch alles Gute und sage macht's gut bis dahin. Tschüss!